mich darüber. An der neuen Bühne Senftenberg hat der Intendant Sevan Lachinyan die Pläne für die kommende Spielzeit vorgestellt. Es ist seine letzte, denn seit Dienstag ist klar, dass er im September 2014 seine Stelle als neuer Intendant des Volkstheaters in Rostock antreten wird. Naja, ich habe mich vor allen Dingen gefreut, war allerdings auch überrascht und habe natürlich im gleichen Moment einen Schreck bekommen, dass es nun tatsächlich gilt, in einer sehr schwierigen Situation für das Vier-Sparten-Theater Rostocker Volkstheater mit einer tollen Tradition, aber seit ungefähr 2 Jahrzehnten akuten Problemen, Lösungen zu finden, die was mit Rettung eines in schwerer Seenot havarierten Vier-Sparten-Tankers zu tun haben wird. Sevan Lachinyan wurde 1961 in Leipzig geboren, als Sohn einer deutschen Mutter und eines armenischen Vaters. Er studierte bis 1988 an der Schauspielschule Ernst Busch und war nicht nur im Theater, sondern auch in Film- und Fernsehrollen zu sehen. Inzwischen ist er nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Theaterautor tätig. Als er im Jahre 2004 die neue Bühne Senftenberg übernahm, stand das Haus kurz vor der Schließung. Heute ist das ein Spartenhaus für Schauspiel, eine solide Kulturgröße in der strukturschwachen Region. Ich werde mit den Erfahrungen von hier, aber auch dem Elan von hier und dem Optimismus und vielen neuen Ideen versuchen, diesbezüglich in Rostock zu helfen, dieses Vier-Sparten-Theater als Vier-Sparten-Theater wieder flott zu machen und auf Erfolgskurs zu bringen. Dass das bei mir immer auch was mit materiellem Mangel zu tun hat, aus dem man poetischen Reichtum kreiert, ist hier bekannt. Und das habe ich auch Lust, in Rostock bekannt zu machen. In Rostock warten auf Sevan Lachinyan enorme Aufgaben. Ja, also ich freue mich auf die Herausforderung, auf die neue Aufgabe, über das Vertrauen, das man mir entgegenbringt und bin ja eigentlich nun, obwohl ich hier die Abschiedsspielzeit vorbereite, schon mitten in den Vorbereitungen für den Anfang in Rostock und freue mich vor allen Dingen darauf. Und wahrscheinlich ist das auch etwas, was jung hält. Ob Sevan Lachinyan mit den Erfahrungen aus der 27.000 Einwohnerstadt Senftenberg auch das Rostocker Theater neu strukturieren kann, wird abzuwarten sein.